Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Ich begrüße euch zu unserem Online-Workshop heute Abend. Es ist ein spezielles Datum, weil wir haben heute den 7. Januar und es ist da ganz viel passiert in den USA und deshalb habe ich auch für heute das Thema gewählt, was passiert in den USA, Prognosen und Prophezeiungen 2020 bis 2030, kommt es in den USA zu einem Bürgerkrieg? Und als Untertitel gibt es eine Wirtschaftskrise in den nächsten Jahren, gibt es sogar einen Crash. Das wäre die negative Prognose oder die positive. Gibt es einen friedlichen, sanften Übergang, gibt es sogar einen Boom. Und dann, das hängt mit unserem Weltbild zusammen. Was ist das Weltbild hinter der Angst und Panik? Was ist das Weltbild hinter Krise und Crash? Das wäre das negative Szenario. Und was ist das Weltbild hinter Freude und Dankbarkeit für das, was auf uns zukommt? Was ist das Weltbild, aus dem man prognostiziert, es gibt einen Boom, es kommt eine neue Welt auf uns zu. Also das ist das Thema. Und zwar deshalb, weil ich bekomme immer wieder Anfragen von Lesern und Leserinnen, kannst du mir sagen, wie das die Zukunft aussieht? Ich habe jetzt das und das gelesen, ich habe das und das Video gesehen oder ich habe diesen Text gelesen, das sieht ja ganz schlimm aus. Also Sie möchten dann von mir meine Meinung wissen und dann haben wir das Thema schon mal besprochen und sind darauf gekommen, es nützt dann eben gar nicht sehr viel, wenn man den Leuten die guten Informationen oder die guten Quellen vermittelt, weil sie glauben jetzt einfach nicht, sie haben dann ihre Zweifel, sie sehen das und dann zweifeln sie und dann schauen sie wieder eine Negativmeldung an, weil sie denken, ja, es könnte ja vielleicht doch alles fake sein, was da erzählt wird über Trump und diese Patrioten mit der Befreiung vom tiefen Staat. Was passiert, wenn das alles nicht so ist, wenn jetzt der tiefe Staat sich durchsetzen kann und so weiter. Also wir sind bei dem letzten oder vorletzten Video darauf gekommen, es hängt sehr viel mit unserer inneren Einstellung zusammen, mit unserem Weltbild und deshalb heute nochmal dieses Thema, wie bilde ich mir meine Meinung? Was, denke ich, kommt auf uns zu? Glaube ich eher, dass die Welt untergeht? Oder glaube ich eher, es kommt ein neues Zeitalter? Und wieso? Womit hängt das zusammen? Wie bilde ich meine Meinung? Wie unterscheide ich zwischen den verschiedenen Informationen und den verschiedenen Quellen? Sind die Kriterien meiner Unterscheidung? Weil aufgrund dieser Kriterien fasse ich dann eben eine negative oder eine positive Zukunftsvision oder Zukunftsprognose oder erwarte etwas Positives oder etwas Negatives oder irgendetwas dazwischen, gibt es natürlich eine große Bandbreite. Ja, das einfach mal zur Einführung, weil das auch sehr wichtig ist, vor allem für die Leute, die Angst haben, und das sind eben leider viele,
wenn ich Zug fahre oder durch die Straße laufe, auch in der Schweiz, da laufen ganz viele mit der Maske rum, einfach weil sie Angst haben, weil sie das alles glauben. Und bei den Leuten, die jetzt unsere Videos schauen oder meinen Newsletter lesen, sind das natürlich nicht so viele, weil da gibt es sicher viel mehr, die schon besser informiert sind. Aber trotzdem, auch unter meinen Lesern, gibt es immer noch viele, die schwanken. Und deshalb ist das ein wichtiges Thema, das ich auch jetzt wiederhole und vertiefen möchte. Ja, das ist so die Einleitung. Also ein heißes Thema, wenn man die neuesten Informationen gehört hat aus Washington DC, da geht die Post ab, beziehungsweise das Chaos beginnt, die Zensur beginnt, und ich weiß gar nicht, ob wir den nächsten Online-Workshop nächsten Donnerstag noch machen können oder ob das Internet dann gesperrt wird. Möchtest du mal anfangen mit deinen 3 Minuten? Gerne, ja. Also, ich habe das erwartet, dass das jetzt so passiert, weil es ist ja so, wenn ich jetzt nachschaue, was ich mir in den letzten Wochen angeschaut habe, dann waren das immer Insider-Sachen, die ich jetzt schon wusste oder die ja also auch für mich dann bekannt waren, aber nicht für das Volk. Das Volk ist noch immer so, dass es über die Medien halt dumm gehalten wird und von den ganzen Machenschaften, die bei der Wahl halt passiert sind, gar nichts wissen. Als ich dann gestern den Trump gesehen habe, wie er da vor 1,5 Millionen Menschen gesprochen hat, war es für mich der Eindruck, dass das für viele wahrscheinlich das erste Mal war, dass die sowas gehört haben. Und nicht die Zuschauer, aber die, die das dann im Internet gesehen haben. Und mir ist einfach klar geworden, wenn wir jetzt wirklich wollen, dass der tiefe Staat sich auflöst, ja, dann ist das nicht damit gegeben, dass da jetzt 200.000 Menschen abgeführt werden, die überall stecken, die überall drin stecken, die über Jahrzehnte über Rothschild und Konsorten bezahlt wurden, sondern dass das auch in uns drin ist. Ja, auch in uns gibt es eben diese Energie. Ich nenne sie mal arimanisch, also runterziehend. Ja, aber es gibt auch das Gegenteil, die luziferische Energie, das hochhebend. Ja, und ich weiß auch, dass das Hochhebende, diese New Age-Bewegung, dass die auch zu Ende geht. Ja, aber die steckt noch sehr tief in jedem Menschen drin. Und solange wir noch immer an diese Ideale der Vergangenheit glauben, ja, und noch immer meinen, wir müssen jetzt das Licht suchen und dem Tag und dem Mann und dem Göttlichen um uns weihen, der bedingungslosen Liebe. Und das ist aber genauso einseitig, ja, wird sich nichts ändern. Und so braucht das einfach noch eine Zeit, ja, bis die Menschen alle gesamtheitlich aufstehen und sagen, wir wollen wirklich was Neues, ja, wir wollen da raus, ja. Und das war jetzt Ausdruck von dem, was gestern passiert ist. Ja, dass im Grunde genommen erstmal die Leute in ein Chaos kommen und durch das Chaos dann eben vielleicht irgendwann mal wieder eine Mitte gefunden wird. Also Mitte meine ich jetzt so, was Armin hier mit dem radikalen Mittelweg meint. Ja, und solange wir nicht diesen Mittelweg in unserem Leben gefunden haben und jetzt auch durch den durchgehen und den reinigen, wird sich da draußen nichts ändern. Punkt. Ja, danke Stefan. Ja, mein Feedback. Ja, das sehe ich auch so. Das Erwachen ist ja erst der erste Schritt. Und das muss dann noch weitergehen und das sich Befreien aus all diesen Konditionierungen und falschen Glaubenssätzen und Ideologien und Religionen, das dauert dann länger als das Erwachen. Das Erwachen geht vielleicht schnell, in ein paar Tagen oder Wochen kommen die Leute irgendwann drauf,
da kann etwas nicht stimmen und beginnen sich zu informieren. Aber all diese Muster und gesellschaftlichen Prägungen haben sie in sich drin, und die loszuwerden ist dann eine größere Angelegenheit. Das weiß ich von mir selber und von vielen Workshop-Teilnehmern, dass das gar nicht so einfach ist. Richtig, ja. Noch etwas zu Ahriman und Luzifer. Ich sehe das auch so, wie du erklärt hast. Es geht nicht darum, auf die eine oder die andere Seite ins Extrem zu gehen, sondern die Mitte zu finden. Und wenn wir in unserer Mitte bleiben können, dann sind wir handlungsfähig und dann spüren wir uns auch. Und ich sage dem auch, in unserer Mitte ist auch der Christusgeist oder das innere Gleichgewicht, die innere Stimme und so weiter. Ja. Ja, danke. Ja, ich habe dieses Thema gewählt, weil immer wieder kommen diese Diskussionen hoch und eben nicht nur von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben und sich zu faul waren, sich zu informieren, sondern auch von hochkarätigen Analysten. Zum Beispiel der Terry Mason, dieser Franzose von Voltaire Network, den ich über Jahre auf meiner Rangliste meiner Quellen an erster Stelle hatte, weil der sehr prägnante Analysen lieferte, vor allem über den Nahen Osten, wohin er auch geflüchtet ist nach dem, glaube ich, dritten oder vierten Mordanschlag in Frankreich. Hatte gemerkt, wenn er weiter in Frankreich bleibt, dann lädt er nicht mehr lange weiter. Wohin ist er geflüchtet? Nach Syrien. Um sich in Sicherheit zu bringen. Aber als er dann Analysen begann über Corona, fand ich seine Analysen dermaßen schlecht, dass ich ihn runtergesetzt habe auf meiner Rangliste und nicht mehr publiziert habe. Im vorletzten Newsletter habe ich dann 2-3 Artikel drin gehabt, aber den über die USA eben nicht, weil er auch ins selbe Horn stößt. Es kommt ein Bürgerkrieg aufgrund der Konstellation in den USA. Es gibt eine Spaltung zwischen den republikanischen und den demokratischen Staaten. Und die werden aufeinander losgehen und das kann nicht gut gehen und so weiter. Obwohl er es eigentlich besser wissen könnte, weil er sehr gut informiert ist, aber eben in seinem Weltbild gefangen. Ich würde sagen, er hat keinen spirituellen Hintergrund und deshalb sieht er das alles nur in politischen Kategorien. Und wenn man den spirituellen Hintergrund nicht hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man das eben nicht eruieren kann, dass jetzt das Kali-Yuga zu Ende ist und deshalb der tiefe Staat oder die Dunkelmächte gar nicht mehr an der Macht bleiben können, weil ihre Macht abgelaufen ist. So oder so. Auch in China oder sonst in irgendeinem Land oder im Iran, wo ich noch weniger Informationen habe, habe ich auch eine Analyse geschrieben über China. Habe ich auch das Gefühl, auch in China wird es so sein, dass es eben verschiedene Machtblöcke gibt, verschiedene Eliten, verschiedene Clans, die sich gegenseitig bekriegen, um die Macht kämpfen. Und das unterscheiden die meisten nicht. Die meisten sehen nur schwarz-weiß. Gut, danke. Ja, das, was du jetzt erzählt hast, ist eine Analyse von Leuten um dich herum oder so. Aber ich habe jetzt so wenig gehört, was du jetzt für die Zukunft spürst. Also
mehr wäre eigentlich jetzt recht, weil wir können jetzt da sehen, was da draußen passiert. Nur das können wir nicht verändern. Aber was wir jetzt verändern können, ist unsere Haltung dem gegenüber. Und da habe ich jetzt nicht so viel gehört und würde noch gerne mehr hören von dir. Ja. Okay. Ja, ich habe mir so gedacht, wir haben jetzt noch 6 Minuten Zeit. Und ich habe es mir so gedacht, im ersten Durchgang sage ich mal etwas über meine Analyse und dann im zweiten und dritten Durchgang noch mehr über meine Prognose. Also meine Prognose ist dann eben das, was ich in der Einleitung gesagt habe unter der Rubrik gibt es einen friedlichen, sanften Übergang, gibt es sogar einen Boom? Was ist das Weltbild hinter Freude und Dankbarkeit, Boom und eine neue Welt? Das ist meine Prognose. Das habe ich auch in mehreren Newslettern schon so publiziert und da sage ich dann noch mehr dazu. Okay. Also ich bin voller Freude und Dankbarkeit, weil ich mich so freue wie ein Kind jeden Tag, weil ich jeden Tag mitverfolgen kann, wie gut dieser Plan vorankommt und wie genial, dass er gesteuert wird. So genial, dass ich mir das nur so erklären kann, dass da Lichtkräfte an den Schlüsselpositionen sitzen und darauf achten, dass alles rund läuft. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Willst du noch auch etwas sagen oder sonst Ja, rede ich weiter? also du hast ja jetzt von dem Kali-Yuga gesprochen, von solchen Dingen. Und ich habe das schon seit den 90er Jahren, weiß ich, dass jetzt dieser Umschwung kommen wird. Und habe dann eben gesehen, aber ich muss auch was tun. Und ich habe in den letzten Monaten sehr viel an mir arbeiten können und dürfen. Und viele Dinge auch in mir auflösen können. Also alle meine Auras befreit. Ich habe einen Tinnitus geheilt. Der zweite ist jetzt noch in Regression. Und helfe jetzt auch einem Freund, der gerade auf Besuch ist, der also auch in einem Prozess drin ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Weil wenn ich jetzt bei mir Veränderung sehe, dann habe ich auch die Hoffnung, dass ich damit die Matrix verändere, dass andere auch den Mut haben, Veränderungen durchzumachen, weil ohne das geht es nicht. Ja? Und ich kann keine Freude für die Zukunft haben, wenn ich keine Freude für meine Zukunft habe. Und das ist für mich jetzt auch das, was ich spüre. Ich bin im Flow. Ich habe keine Probleme mehr im Leben. Ich habe keine Traurigkeit mehr, keine Ängste mehr, keine finanziellen Probleme mehr. Und das hat sich alles ergeben jetzt aus diesem Prozess, der in den letzten Monaten war. Und ja, und dementsprechend weiß ich, dass da draußen jetzt wirklich eine neue Zeit beginnt. Nur da müssen wir dran arbeiten, ja. Da müssen wir den Leuten Ideen geben, wie sie zu Hause anfangen, ihr neues Leben zu schaffen, wie sie ein Ja. neues Leben produzieren und so weiter, ja. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe es mir so vorgestellt, im zweiten Durchlauf die Prognose, die positive, im Gegensatz zu negativen. Und im dritten Durchlauf, was mache ich persönlich? Also ich mache ja diese Videos, ich mache das Projekt Den deutschen Geist wie zum Blühen bringen Ja. und arbeite natürlich auch die ganze Zeit innerlich, spirituell an mir selber und mit meinem Team zusammen in der Gruppe. Das finde ich auch ganz zentral. Ja. Ja, also ich möchte noch etwas sagen, einfach zur Analyse. Also was ich vorher erzählt habe, das ist nicht mein Umfeld, sondern das ist einer meiner Spitzenanalysten gewesen, Okay. den ich da zitiert habe, der Terry Mason, dieser Franzose. Ein zweiter, den ich auch viel publiziert habe, ist der Valery Piakin. Das ist ein Russe, russischer Professor, der diese Theorie vertritt, es wird alles gesteuert über den globalen Prädiktor. Was er damit ganz genau meint, rätseln die Leute darüber. Wahrscheinlich meint er damit die Hochfinanz. Aber auch er hat ein Schwarz-Weiß-Denken und auch er
hat jetzt einfach die Prognose, ja, was jetzt in den USA passiert, das wird dasselbe sein, wie in Russland passiert ist. Diese Spaltung und dieses Elend, diese Zerstörung des Staates, diese Arbeitslosigkeit, dieses Elend sind ja in Russland in den 90er Jahren sind 3 Millionen verhungert und erfroren, vor allem Rentner. Und so eine Prognose in die Welt setzen als Chefanalytiker und einer, der Prognosen macht, finde ich einfach fahrlässig und finde ich eben sehr einseitig. Und dagegen wehre ich mich. Ich finde, man sollte dem auf den Grund gehen, warum machen die Leute solche Analysen und solche Prognosen. Und meiner Meinung nach hängt das mit ihrem Weltbild zusammen. Der hat zwar ein gewisses religiöses Weltbild, vielleicht so irgendetwas orthodoxe Kirche oder so. Also Gott existiert in seinem Weltbild, aber das ist natürlich nicht dasselbe wie ein spirituelles Weltbild. Also Karl Yuga ist wahrscheinlich ein Begriff, den er gar noch nie gehört hat. Okay. Ja. Und andererseits, was ich auch noch wichtig finde, den Unterschied herauszukristallisieren zwischen amerikanischem Geist und deutschem Geist. Jetzt muss ich mal die Breakout-Session beenden. Amerikanischer Geist ist halt auch sehr auf Karriere, Geld und Macht bezogen. Und wenn du so ein Weltbild hast, dann hast du das Spirituelle, das Kali-Yuga oder das, was Armin Risi verbreitet, nicht in deinem Bild. Das ist dir dann fremd. Und deshalb habe ich mir schon oft gedacht, wenn ich diesen spirituellen Hintergrund nicht hätte, dann weiß ich nicht, ob ich noch leben würde oder ob ich mich schon umgebracht hätte. Ja. Ja, also schlussendlich läuft es darauf hinaus, was du gesagt hast. Es braucht nicht nur äußerliche Information, sondern auch innerliche Information. Es braucht nicht nur ein Engagement für eine bessere Welt im Außen, sondern auch ein Engagement für eine innere Welt in uns selber drin. Äußere Arbeit und innere Arbeit müssen zusammengehen. Und wenn man nur das eine tut, dann hebt man entweder ab, wie die Esotanten und Eso-Onkels. Ja, oder man verheddert sich in Macht und Geld und ja, beides ist nicht zielführend, ist nicht in der Mitte bleiben und nicht im Gleichgewicht. Ja, willst du noch etwas sagen? Ja, ich sehe immer wieder auch, wie die Leute jetzt am Arbeiten sind. Also ich habe gerade heute wieder von einem Freund gehört, der von der bedingungslosen Liebe gesprochen hat und dachte mir, okay, ja, alles gut, aber das ist jetzt nicht angesagt. Ja. Es ist wichtig, dass du schaust, wie ist meine Beziehung zu mir selber? Ja? Wie ist meine Beziehung zu meinem Partner, zu meinen Kindern? Ja? Was wünsche ich mir für sie oder mit mir, mit ihnen in einem Miteinander? Ja? Und Wassermann-Zeithalter heißt einfach Miteinander. Ja? Und ich habe in meinem Konzept der Lebenswerkstatt einfach Werkzeuge geschaffen, wo die Menschen bei sich zu Hause anfangen, dass sie ihr Haus eben zu dem Ort der Veränderung machen, ja, und ihre Beziehung zu dem Ort, wo Heilung und Liebe und Vollkommenheit passieren kann, ja. Wir haben jahrelang immer geglaubt, wir brauchen da irgendwo einen heiligen Ort da draußen und einen Klosterort und da werden wir dann Erleuchtung finden. Nein, hier, bei uns zu Hause, ja. Hallo zusammen.
Ich hoffe, ihr hattet eine gute Kleingruppe. Also wir haben in der Kleingruppe vor allem gesprochen, wie gehen wir damit um? Das war eigentlich das Thema, weil Gerd hatte heute auch einen sehr schwierigen Tag und ja, ich auch, emotional, gefühlsmäßig. Und ja, wie es halt jetzt im Moment aussieht, wie wir mit den Menschen umgehen oder mit der Situation, genau. Und Sabine hatte vor allem genau das gesagt, was ich auch gefühlt habe, dass man einfach akzeptiert, die anderen in ihrer Situation oder Meinung oder wo sie stehen und wir dann einfach unseren Weg gehen. Also dass wir das, was wir für richtig empfinden, zu uns stehen und auch immer wieder die Mitte suchen und nicht nur suchen und irgendwo einen Weg finden, damit umzugehen und trotzdem mit den Menschen noch kommunizieren können und auch akzeptieren die verschiedenen Meinungen oder Lebenswege und so, was nicht immer einfach ist, da ja vieles, da sich ja vor allem auf der emotionalen Ebene sehr stark bewegt, was jetzt. Hallo Gerd, möchtest du auch etwas erzählen? Ja, ein paar Worte habe ich schon noch dazu. Ich war mit der Elisa und Sabine in der gleichen Kleingruppe. Es geht schon darum, seine Wahrheit ins Herz zu rufen oder ins Herz zu finden. Und ich meine halt, das ist einfacher mit vertrauten Menschen oder einem vertrauten Menschen, der eben auch so umblickig ist. Es ist ja nicht alles schlecht, nicht alles gut. Und es ist, tut auch gut, finde ich, die verschiedenen, oder wenn man glaubt, das ist der gute Weg, dass man auch den guten Weg von verschiedenen Seiten aus betrachtet. Man kann jetzt das Thema von dem tiefen Staat von einer Seite betrachten und es hat ja alles ein Für und Wider. Auch das, was da uns serviert wird, hat ein Für und Wider. Und immer dieses konstruktive Reden über die Geschichten, das ist aus meiner Sicht sehr wünschenswert und wichtig. Und es ist halt ja, schwierig, wenn ich diese Menschen um mich gerade nicht habe, die mich eben, wie die Elisa beschrieben hat, oder wie es heute ging, aus so einem, ich sag mal, emotionalen Loch so ein bisschen auffängt, weil es fällt dann immer ganz, ganz viel aufeinander und es dauert wieder, oder es benötigt wieder viel Kraft, um das wieder wegzuräumen dann. Und das sind immer so eine Auf und Abs in dieser Zeit, die jetzt gerade sind. Von mir aus betrachtet auf jeden Fall, die sind schwierig, oft schwierig zu handeln. Die kosten halt viel Kraft, vielleicht ist auch gerade die Kraft, die wir nur aufwenden sollen, um dass wir selbst in uns wachsen und das Außen vielleicht sogar eben erdulden. Weil wir können es doch nicht ändern, außer wir ändern uns selber. Danke. Danke, Gerd. Sabine, möchtest du auch etwas erzählen? Es ist ja meiner Ansicht nach eine gute Zeit. Eine gute Zeit aufzuwachen, eine gute Zeit, um sich selber zu erkennen und zu wissen, wer man ist und was man ist. Und ja, es ist auch eine gute Zeit, die die Wahrheit ans Licht bringt. Und ja, ob es gut enden wird, ich glaube, es wird für die gut enden, die zu sich stehen. Da wird sehr gut sogar enden. Danke, Sabine. Gerne. Also eine sehr schöne Zukunftsprognose. Hallo zusammen, wir Hallo. Sind jetzt in der zweiten Kleingruppe, der Gerd und der Stefan und ich. Wer möchte gerne beginnen? Stefan, fängst du mal an. Okay, also für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich in mir Angst habe, dann ist das die Grundvoraussetzung, dass dann die Angst
da draußen mich ergreift oder dass ich dann mit Angst habe mit der Situation, die jetzt da draußen ist, dass ich auch nach außen gerichtet bin. Wenn ich aber in mir die Angst befreit habe, was also einen aktiven Erlebnisverlauf sozusagen als Voraussetzung hat, dann, wenn ich also an mir gearbeitet habe oder wenn ich also an meiner Kindheit heraus mit Angst konfrontiert worden bin und so weiter und dann mit Angst reagiert habe, dann habe ich eben im Laufe meines Lebens, und das war ganz bewusst, ja, mich meiner Angst gestellt und herausgefunden, wo sie herkam. Und in dem Moment, wie ich bei Rumpelstilzchen die Angst benennen konnte, und ganz konkret war es bei mir also auch sowas wie Flöhe, die mich also jahrelang bekämpft haben, oder wenn ich draußen war, haben mich tausend kleine Viecher gebissen und so weiter. Und dann habe ich mir angeschaut, wo kommt das her? Ja, bis ich dann drauf gekommen bin, es hat eben was mit der Lebenswunde zu tun. Über das haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Und in dem Moment, wo ich wirklich das verstanden habe und benannt habe, habe ich keinen Flohstich mehr gehabt oder habe überhaupt keine körperliche Reaktion mehr gehabt. Ich konnte rausgehen, obwohl natürlich durch diese Chemiebomben der letzten Jahre überhaupt keine Gelsen oder Fliegen mehr da sind oder Bremsen. Ja? Ich bin ja in Österreich auch aufgewachsen, und da gab es ja wirklich Angriff manchmal. Ja? Und das gibt es aber jetzt auch für mich nicht mehr. Und das heißt, ich habe keine Angst mehr. Ich habe den Tod erfahren. Ich sterbe jeden Tag in meiner Meditation und weiß, dass das Teil des Lebens ist. Ich bin in einem Ewigkeitszustand. Das heißt, ich bin hier und jetzt und habe Zugang zu meinen alten Zeiten und habe meine Dunkelheiten angeschaut. Ja? Und somit kommt alles, was kommt, richtig. Ich weiß, alles ist gut, dass es ist, wie es ist. Ich weiß, dieser Spruch, den mache ich immer wieder, aber gut heißt jetzt an sich selbst sein. Also in allem gibt es das Göttliche. Wenn ich das nicht suchen will und es an Ärzte oder Wissenschaftler oder Tiefenstadt abgebe, ja, dann habe ich keine Verantwortung. Ja, und dann muss ich irgendwas glauben oder muss irgendwas tun. Aber wenn ich das bei mir klar habe, ja, und diese Dinge geklärt habe auch, ja, dann bin ich im Flow, ja, und dann weiß ich, alles wird gut, ja, und auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, dass alles Chaos wird, aber Chaos heißt ja, das hat mir mal ein griechischer Professor mal gesagt, wenn du ein Ei ausbläst, das, was zurückbleibt, das ist Chaos, ja, das heißt, das kann dann wieder neu gefüllt werden, also es muss erstmal raus, alles, ja, die Wut muss raus, die Gefühle müssen raus, die Verletzungen müssen raus, ja, und dann kann es sich wieder füllen. Und ich weiß, in meinem Leben, es wird alles besser. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, für mich wird alles besser. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer wird. Es wird nur offenbarer, ja. Es offenbart sich die Dummheit, ja. Es offenbart sich die Politiker. Jeder komische Politiker, schaut, was in Österreich los ist. Die Leute gehen da in jedem Dorf auf die Straße, ja. Was Sie jetzt endlich gemacht haben. Danke, Stefan. Danke. Dann kommt die Feedback-Runde. Gerd, das Feedback. Also bei dem, was du gesagt hast, Stefan, da danke ich dir. Das ist für mich also ja ganz normal. Alles, was ich im Außen sehe, kommt natürlich von mir. Also geht jedem so, was ich im Außen erlebe, ist meine innere Schöpfung, egal woher das kommt und was es ist. Auch die Freude gehört dazu und das Glück natürlich genauso wie die Angst und die Wut. Vielleicht ist in der Runde auch wieder angebracht, hier und da kleine Hilfestellung mitzugeben den Zuhörern. Denn ich selbst habe das immer wieder in der Familie, wenn ich sage, guckt es euch doch an. Die gucken mich an, wenn ich sage, guckt es euch an, eure Gefühle, als wenn ich denen was Chinesisch gesagt habe. Die wissen gar nicht, was ich will von denen. Das ist total unmöglich, was ich da gesagt habe. Den Satz kriegen die gar nicht rein. Das passt gar nicht rein in die Köpfe. Und dass wir vielleicht so einen Satz kreieren, den die Leute auch mitnehmen können. Gut, ich meine, hier kommen noch bestimmte Leute her, kommt nicht jeder 0815 Mensch her, der von denen keine Ahnung hat oder nichts wissen will. Aber so ein kleinen Denkanstoß. Also ich bin voll bei dir und es ist auch so.
Und trotzdem ist es ganz schön Arbeit. Danke, danke Gerd. Danke. Mein Feedback. Ja, du hast es sehr schön aufgeschlüsselt. Man könnte sagen, der Marx hat eben Unrecht gehabt, nicht das Sein bestimmt das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein bestimmt das Sein. Also wir sind die Schöpfer unseres Glücks, wir sind die Schöpfer, wie wir uns fühlen, was wir uns für ein Leben kreieren. Und wenn wir uns dessen gewahr werden und darauf achten, können wir das selber steuern. Das hast du sehr gut erklärt. Vielen Dank. Gut, dann kommt der Gerd, deine 3 Minuten. Ich möchte mal ein bisschen aus meinem Leben plaudern und anschließend an das, was du gesagt hast, Stefan. Was ich innen kreiere, erlebe ich im Außen und ich erlebe im Außen, dass ich sehr viel Zeit mit mir verbringen darf, obwohl ich das gar nicht immer so als schönes Geschenk ansehe. Das kann nämlich auch ganz schön, ich hatte es vorhin gesagt, frustrierend sein und ganz schön einsam machen und in jedem Fall die rechte Kraft aufzubringen und zu sagen, hey, das ist trotzdem meins. Das erfordert erstmal schon ein bisschen Courage sich selbst gegenüber und es hat noch keine Lösung, weil auch die Lösung braucht natürlich einen gewissen Energieschub. Und da bin ich für mich immer am Gucken und am Jonglieren, wann kannst du was machen, wo kannst du jetzt weitermachen, wo kannst du gucken. Oder drehe ich mich gerade in einer schönen Endlosschleife? Kann ja auch sein. Und trotz allem, was du gesagt hast, ist natürlich 100% wahr und das nehme ich voll für mich an. Und ich bin schon lange aus der Schuld rausgegangen. Der ist schuld, weil. Das ist längst Geschichte. Schon als meine Trennung war, habe ich nie gesagt, die ist schuld, weil, sondern ich bin schuld, weil. Wenn schuld, dann ich schuld. Immer an mich gegangen. Und ja, und trotzdem frage ich mich, wie komme ich mit meinen genialen Projekten weiter? Na, das ist immer die Frage, was darf ich tun, damit es weitergeht? Und was mich interessiert hat, du hast den sag's, wie ist der Rumpelstilzchen, beim Namen benannt. Und wenn du uns da mal irgendwie so ein direktes Beispiel gibst, so was ganz Kleines, muss ja nichts Großes sein, das würde mich echt interessieren. Wie gucke ich mir Rumpelstilzchen an, sage, hey, du bist's, und dann verbrennt sich der Rumpelstilzchen an seinem eigenen Lagerfeuer. Ja, wie gesagt, immer noch eine Sache, die auch was wir von außen betrachten. Ich habe lange überlegt, Demo, ist das wertvoll oder nicht wertvoll? Na klar, wie du gesagt hast, auf einer Seite ist es wertvoll, weil die Emotionen, die jahrelang angestaut sind bei den Menschen, die müssen nur mal rausfliegen irgendwann. Und wenn sie es halt in so einer Kundgebung tun können, dann passt es ja doch schon wieder. Obwohl ich bis vorgestern noch dagegen gewesen bin, gegen eine Demo, weil ich sage, es muss sich am Innen ändern. Aber es hat alles seinen Platz und ich war immer dafür, wenn Leute meinen, sie müssen jetzt mal zur Straße gehen, dann sollen sie es tun. Also es hat alles seinen Platz und die Emotion genauso wie auch das Stille für sich. Dankeschön euch. Danke, Gerd. Dann das Feedback. Stefan. Ja, Gerd, genau so sehe ich das auch. Du willst einen Satz haben und ich habe 2 für dich. Ja, das, was du da sagst, habe ich mal zusammengefasst mit: Es gibt keine Welt, es gibt keine Sonne, es gibt nur das, was sich in mir spiegelt. Ja, und da hast du vollkommen recht. Das kann ich aber in mir verändern. Ja, und der 2. Satz: Alles ist gut, dass es ist, wie es ist. Wobei gut jetzt mit TH geschrieben bedeutet, alles hat einen Sinn. Und wenn ich den Sinn suche, finde ich ihn auch. Ja, und noch zu deiner Frage, die will ich auch noch kurz beantworten. Schau dir das letzte Video an über die Lebenswunde, die ich da beschreibe. Und wenn du die Lebenswunde verstehst, was wir ja auch bald miteinander machen werden, wir sind noch nicht so weit, dann kannst du die Dinge, die da benannt sind, in dein Leben hineinziehen und anschauen. Und wenn du die dann bejahen kannst, wie bei Rumpelstilzchen, ja, dann wirst du sehen, wie das dann aufhört, dass du in Resonanz mit anderen gehst. Ja? Und das kann ich dir dann ganz klar auch aufzeigen. Danke, Stefan. Dann mein Feedback. Vielen Dank, Stefan. Ja, Gerd,
Ich finde das sehr gut, dass du das so erklärt hast und so sichtbar machst. Verändern kann nur ich etwas. Es macht keinen Sinn, wenn ich den anderen Vorwürfe mache oder die Schuld in die Schuhe schiebe, weil das erzeugt eher Ablenkung und Aggressionen und Streit. Aber bei mir selber etwas verändern, da kann es weitergehen. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis man eben auch entsprechend andere Lebenssituationen und andere Leute anzieht, die das auch so sehen. Und dann wird das Leben automatisch einfacher. Also das ist eigentlich der Sinn hinter dem Satz, wir kreieren uns unsere Realität selber. Und da muss man halt einfach gut darauf achten, was denke ich die ganze Zeit, denke ich selber oder werde ich gedacht, was fühle ich die ganze Zeit durch dasselbe und was mache ich, wie rede ich. Und wenn man das gut im Blick hat, dann kreiert man eben das, was man gerne möchte und dann verändert sich auch sein Leben, seine Realität. Ja, vielen Dank. Gut, dann komme ich. Warte mal, einen Satz möchte ich noch sagen. Und dann ziehst du die Menschen an, die auf deiner Wellenlänge sind. Punkt. Ja. Ja, das auch zu deinen Projekten. Das habe ich ja auch das Problem. Mein ganzes Leben gehabt. Ich habe immer mich gesehnt nach einem guten Team. Aber erst in den letzten Jahren hat sich jetzt das langsam ergeben, rauskristallisiert. Das kann ich eben alles gar nicht alles selber arrangieren. Aber meine Freunde in der geistigen Welt, die können das eben. Und deshalb ist es so wichtig, was ziehe ich für Geister an? Also ich bin bereits in meinen 3 Minuten, was ich noch sagen wollte, zu den Prognosen. Ich gehe jetzt zurück zu unserem Thema, gibt es einen Bürgerkrieg in den USA? Das ist dieselbe Frage wie, stürzt jetzt Deutschland ab? Haben wir jetzt dann einen weltweiten Crash? Geht die Welt unter? Und so weiter. Das sind alles Fragen, die darauf zurückzuführen sind, dass ich kein Vertrauen habe, kein Gottvertrauen, kein Selbstvertrauen und kein Vertrauen ins Leben. Und das wiederum hängt damit zusammen, was ich für ein Weltbild habe, wie ich die Welt sehe, wie ich die Menschen sehe, wie ich mich selber sehe, wie ich den Sinn dieses Lebens sehe, der Sinn dieser Welt. Und da hatte ich eigentlich zum Glück schon vor vielen Jahren bin ich auf Armin Riese gestoßen und der hat mir sehr weitergeholfen mit seinen Büchern, mit seinen Videos, weil er unterscheidet das sehr gut, welche Weltbilder, welche Schöpfer dahinter haben und dass eigentlich das Weltbild von unserer Zeit eine Kreation der Satanisten ist. Auch der Falko Stölzer hat das dann noch detailliert ausgeführt und nachgewiesen, wie das alles gekommen ist. Und da fallen einem dann die Schuppen von den Augen, wenn man das alles so mitbekommt, wie es wirklich war, wie die Geschichte gefälscht ist und so weiter. Und weil ich seit meiner Kindheit eigentlich schon eine spirituelle Anbindung habe und die immer weiter vertiefen konnte, deshalb hatte ich eigentlich nie Angst. Ich musste mich nur mit meinen Depressionen rumschlagen. Das war vor allem Trauer und Wut. Aber nicht mit einer Angst. Ich habe eigentlich immer das Vertrauen gehabt. Solange ich Depressionen hatte, hat das natürlich geschwankt von
Trauer zu Freude. Aber seit ich jetzt dieses Muster auch noch gemeistert habe, geht es mir sehr gut, bin ich sehr glücklich. Und wie ich schon in vorherigen Videos erzählt habe, zuerst konnte ich mir das noch nicht richtig vorstellen, wie jetzt diese Befreiung ablaufen sollte. Aber seit Frühling 2016, seit klar wurde, dass Trump die Wahlen gewinnen wird im Ende 2016, freue ich mich nur noch, weil ich jeden Tag mitverfolgen kann, wie die Lichtkräfte das alles steuern, wie wir befreit werden. Befreit werden äußerlich, aber die innere Befreiung müssen wir dann eben selber machen. Die neue Welt kreieren müssen wir selber. Und das ist auch das, woran ich arbeite. Deshalb mache ich diese Videos, deshalb mache ich mein Projekt mit den Pionieren, um darüber zu diskutieren, was gibt es für gute und schlechte Lösungsvorschläge, wohin könnte die Reise gehen, damit wir lernen, weiter zu denken, besser zu unterscheiden. Das ist eigentlich mein Credo für die Zukunft. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ob jetzt die Welt untergeht oder ob die neue Zeit kommt. Das ist ein klarer Fall. Die neue Zeit ist im Anbrechen, wir sind im Übergang und es ist viel sinnvoller, wenn wir jetzt uns darauf vorbereiten und innerlich befreien, sodass wir dann ein gutes Werkzeug sein können für die Leute, die eben Halt suchen, weil sie diese Anbindung noch nicht haben. Ja, also das war mein Beitrag. Danke. Dann kommt das Feedback. Also Dankeschön für diesen Bogen, den du gezogen hast, weil wir müssen, das war für mich also auch schon in den 90er Jahren, als ich diese ganzen Jan van Helsing Bücher gelesen habe, schnell klar, dass da wirklich alles verseucht ist. Ja? Und dass das bis in die Philosophie, in die Wissenschaft, in die Herzen der Menschen gegangen ist. Ja, ich war ja auch so drauf, Geld, Erfolg und Anerkennung, ich stand auf Bühnen und so weiter, ja, und bin dem auch verfallen, diesen satanistischen oder luziferischen Prinzipien. Und aber beim Laufe meines Lebens habe ich dann gemerkt, ich musste in die Mitte kommen, ja, und das hast du dann eben auch gezeigt, auf dass wir uns nur dem entziehen können, wenn wir bei uns eben unsere Klarheit, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin, ja, diese drei berühmten Fragen. Und das ist eben jetzt der Anspruch der Zeit. Und es ist egal, was da draußen passiert, da wird eh aufgeräumt. Ja. Wir sollten jetzt hier die Zeit nutzen, wirklich auch die Stille zu genießen, die jetzt auch da ist, dadurch, dass da draußen nicht mehr so viel Krach ist. Ja? Punkt. Danke, Stefan. Dann Gerd. Ich möchte gleich mal auf die Stille einhaken. Wie ihr wisst, ist mein Netz ein bisschen schlecht. Und letzten Tage, wo es so nass kalt war, ging es gar nicht. Dann habe ich sehr viel Stille gehabt. Ich wollte so meinen Urlaub machen, habe ich auch gemacht. Und hatte aber nichts zum Zudröhnen da gehabt. Und zum Film gucken hatte ich auch keine Lust. Also hatte ich, ob ich wollte, eigentlich wollte ich es nicht, die Stille. Und mit der Stille erstmal klarkommen, ist eine große Aufgabe für jeden. Und wenn ich für alle Menschen einen Wunsch aussenden darf, ich mache es trotzdem, aber wenn ich es nicht darf, dann wünsche ich jedem, dass er einen Vertrauten an seiner Seite hat. So einen richtigen Vertrauten, den er alles erzählen kann und der einen wie so einen treuen Hund. Also ich meine nicht einen Hund, aber einen Menschen, mit dem man sich genauso verständigen kann wie mit einem treuen Hund. Und das wünsche ich jedem Menschen, weil das macht das alles viel, viel, viel leichter und angenehmer. Und also ich würde auf jeden Fall viele Sachen viel besser checken. Und so ein, wie ich vorhin gesagt habe, ein Werkzeug. Und eine Hand, die einen führt. Ich begrüße die Elisa und die Sabine. Okay. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir beide eigentlich nicht wirklich an den Retter glauben, sondern dass es tatsächlich darauf ankommt, die Kraft in sich selber zu finden, in seinem wahren, wirklichen Kern.
Und ja, dass diese ganzen Dinge im Außen auch oftmals eine Ablenkung sind. So ein Theater, was man uns vorspielt, um uns von uns selber wegzubringen. Ja, also Sabine hat ja schon bereits gesagt, und es ging ja auch darum, was jetzt da in Amerika zum Beispiel, wo wir jetzt den Fokus haben, abläuft und so. Und da habe ich einfach gesagt, es ist weder das eine noch das andere ist wirklich gut. Es ist wie das Muster bei den Freimaurern, schwarz und weiß, oder? Und sie brauchen ja diese Gegenspiele auch. Und aber dass es noch nie so schwer war, sich, also meine Welt, es ist ja immer unsere Welt, und da draußen ist diese Welt, wo wir zum Teil konfrontiert werden, aber es ist ja nicht unsere Welt. Aber es ist sehr schwierig in der jetzigen Zeit, sich da rauszuhalten, weil man extrem einbezogen wird und man es auch spürt. Also die ganze, es ist wie ein Druck auch, der da ist. Und eben, dass es daher umso wichtiger ist, seine Mitte zu finden oder sich zu finden, oder ja, sehr wichtig. Und das, was Gerd ja auch gesagt hat, auch jemanden zu haben, wie zum Beispiel heute Abend, dass man mit Menschen sprechen kann, das gibt einem wieder Kraft und auch wieder Mut. Ja, das ist es. Danke. Danke, Elisa. Hallo Gerd. Hallo Markus. Machen wir zusammen die letzte Kleingruppe zum Thema Weltbild. Wie bilde ich mir meine Meinung? Was kommt auf uns zu? Wie gehe ich damit um? Kannst du mal beginnen mit deinen 3 Minuten? Ja, ich will gerne mal meine Gedanken formen dazu. Weltbild ist immer ein schönes Thema. Das Weltbild entsteht in mir erstmal aus dem Gefühl heraus. Und dann habe ich gelernt, als ich noch Fernsehen geguckt habe, schon lange her, über 20 Jahre, damals wurde der Zweite Weltkrieg in den öffentlichen Sendern immer neu wiederholt. Das ging anfangs wöchentlich, dann wurde das immer durch Besuche bei Verwandten, habe ich mitgekriegt, es wird immer häufiger, dass über den Zweiten Weltkrieg wieder was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues ausgepackt wurde und umgefunden wurde und welche Archive da gewälzt worden sind. Und trotzdem wissen wir alle, wenn man sich beschäftigt, dass irgendwelche Archive noch verschlossen sind, in England zum Beispiel. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht man denn sowas? Warum haut man dann immer wieder auf die Pauke drauf? Eigentlich wollen wir, dass es vergessen wird, und es wird die Pauke immer lauter gespielt. Und damals ist mir aufgefallen, dass man das so laut spielen muss, damit die Leute das auch glauben. Und wenn ich mir die letzten Jahre angucke, wie gesagt, ich gucke schon lange kein Fernsehen mehr und Nachrichten, die meide ich sowieso, aber es kommen doch immer mal Sachen an mein Ohr. Und immer wenn die Pauken so ganz laut schlagen, selbst bei Naturkatastrophen, fange ich an zu überlegen, kann das denn wirklich sein? Stimmt das denn wirklich alles? Und der nächste Weg heute ist eben zu gucken, was sagen Alternativmedien dazu? Was gibt es denn da für gegensätzliche Meinungen? Ohne dass ich mir irgendwie Gedanken mache, was da jetzt stimmt oder nicht stimmt, frage ich erstmal, was sagt denn die andere Kameraführung zu der gleichen Situation? Und das ist eine wertvolle Herangehensweise für mich. Und das lässt mich tatsächlich in der Ruhe bleiben. In vielen Dingen sage ich, mach stopp, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Und wenn dann China Sackreis umfällt, was kümmert es mich? Ist nicht mein Sackreis. Ich muss da nicht wegkehren. Das ist auch noch so eine Einstellung, die habe ich mir irgendwo mal aus einer spirituellen Sicht herangelesen, wo wir auch häufig mit Sachen konfrontiert werden, die können wir tatsächlich nicht ändern. Und das ist der berühmte Sackreis in China, da geht uns überhaupt nicht an. Und wenn dort wirklich ein Kind auf dramatische Art und Weise eine Krankheit oder gar aus dem Leben geht, ist das sicherlich eine sehr emotionale Geschichte. Aber wir können sie von hier aus nicht ändern. Wir können da auch nicht mehr mitleiden. Das Mitleiden bringt sie auch schon, wenn wir dort nicht mitleiden. Wenn wir sagen, wir gehen zwar in das Verständnis und sagen, okay, die Verwandten, die Eltern haben da ein Problem damit, aber wir nicht wirklich. Und ich versuche immer ich habe mal so ein scharfes Beispiel gewählt, um mal zu verdeutlichen, dass man auch die Trennung hinkriegen muss. Was tangiert mich wirklich? Was ist wirklich eine Sache, die kann ich für mich annehmen oder sollte ich annehmen? Oder was belastet mich nur?
Und die vielen, vielen Sachen, die ich aus der Welt erfahre, sind eigentlich nur eine Belastung, weil ich es ja in den meisten Fällen überhaupt nicht kontrollieren kann. Und in anderen Fällen, selbst wenn die tatsächlich so gewesen sind, wie man mir sagt, ich habe einfach keinen Einfluss drauf. Und das ist für mich so ein ganz wertvoller Punkt, zu sagen, wo geht es für mich hier weiter? Geht es meinem Apfelbaum gut? Geht es meinen Eltern gut? Geht es meiner Familie gut? Geht es mir gut vor allem? Und wenn ich das alles erledigt habe, habe ich das meiste geschafft für den ganzen Tag. Danke. Danke, Gerd. Ja, danke für deine Beschreibung, wie du damit umgehst. Ich würde es so zusammenfassen, es ist oft einfach Ablenkung, diese Medien, diese Schreckensnachrichten, die Katastrophennachrichten, sind ja meist eigentlich eher negative Nachrichten. Die lenken uns ab, wovon? Von uns selber. Weil dort ist eigentlich die Möglichkeit, um etwas zu verändern. Nur wenn ich mich selber ändere, kann ich auch im Außen wirklich Wirkung haben, weil sonst bin ich immer noch verwickelt in meinem eigenen Drama. Wenn ich mich noch nicht selber befreit habe, dann habe ich Angst und glaube die Hälfte, lasse mich davontreiben von diesen Schreckensmeldungen. Finde ich sehr schön beschrieben, wie du damit umgehst. Danke. Also, dann komme ich zu meinen 3 Minuten. Ja, bei mir war das so, dass ich schon in meiner Jugend habe ich mich interessiert für Politik, aber auch für Religion, weil ich schon in so einer Familie aufgewachsen bin. Mein Vater war schon politisch aktiv, allerdings etwas anders als ich jetzt. Aber er hat das bei mir angestoßen, diese Neugierde. Und das habe ich dann immer weiterentwickelt, mein Leben lang. Habe schon als Kind immer alles hinterfragt. Und mein Vater hat nicht einfach gesagt, ja, das ist dummes Zeug, Quatsch, was du da erzählst. Sondern er hat geantwortet und ist auf mich eingegangen und hat mein Wissensdurst hat er eigentlich immer wieder zu stillen versucht. Und das hat mir geholfen, dass ich mein kreatives Denken nicht verloren habe, was ja eigentlich alle Kinder haben am Anfang. Aber mit der Zeit wird das einem ausgetrieben in der Kindheit, in der Schule. Bei mir wurde das nicht ausgetrieben. Und ich war immer ein kritischer Denker und auch ein Rebell und hatte mich so gut weiterentwickeln können. Allerdings hatte ich dann eben meine Probleme, weil ich so traurig war und auch so wütend über diese Probleme in der Welt. Und ich fand mich einerseits ohnmächtig, auf der anderen Seite war ich wieder sehr euphorisch und wollte die Welt verändern. Und mit der Zeit konnte ich dann das auch auflösen und in meine Mitte kommen. Und seit mir das gelungen ist, diese Schwankungen auszugleichen, habe ich viel mehr Kraft und viel mehr Ruhe, viel mehr Gelassenheit. Ich habe quasi meinen inneren Frieden gefunden und dadurch habe ich jetzt viel mehr Power und mache jede Woche einen Newsletter. Ich mache dieses Projekt, wo ich diese Pioniere ansprechen versuche. Und da sind ja jetzt schon einige Pioniere aufmerksam geworden auf unseren Donnerstagabend und es kommen immer neue dazu. Es werden das nächste Mal neue dabei sein und ich hoffe auch in Zukunft noch weitere dazukommen. Und
ich finde das sehr, sehr wertvoll, wenn die Pioniere sich unterhalten und darüber reden, was sie machen, dann kommen eben positive Lösungsvorschläge an die Öffentlichkeit. Und das ist viel, viel wertvoller als irgendwelche Schreckensmeldungen der Massenmedien. Ja, das ist eigentlich der Sinn dieser Videos, der Sinn des Projektes Pioniere verändern die Welt, den deutschen Geist wieder zum Blühen bringen, dass wir uns da zusammentun und unterstützen in unseren Projekten. Und du bist ja auch einer dieser Pioniere. Du hast auch dein Projekt am Laufen. Der Stefan auch, die Sabine auch. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da eine fruchtbare Bereicherung erleben durch unsere Gespräche. Dann kommt ein Feedback. Ja, gerne sogar. Es ist für mich gesprochen sehr hilfreich und da bin ich überaus dankbar, dass ich mir in dieser Form der Gespräche, die wir haben, mal Gedanken machen kann über die Kernprobleme, die in meinem Projekt, in meinem Leben da sind. Kernprobleme, Kernaufgaben, nennen wir es mal lieber so rum. Das ist viel dienlicher als und die ganze Ausrichtung unserer Pionierarbeit, nenne ich es jetzt mal so. Kommt sozialistisch rüber, Pionierarbeit, aber da gab das Wort wirklich auch. Aber im anderen Sinne, es macht so viel mehr mit mir oder an mir, dieses ständig mich beobachten oder das immer mehr mich beobachten. Das ist mir wertvoller, als mich mit allen politischen Kleinigkeiten auseinanderzusetzen, die gerade so draußen laufen. Und wollte ich richtig mitreden mit dem, was in der Welt passiert, ich habe es schon gemacht und darum weiß ich einige Sachen aus den Kriegen und so, die nicht ganz offiziell sind, die aber trotzdem stimmig sind, dann muss ich auch viel Zeit aufwenden. Und ich habe einfach keine Lust mehr, in den alten Sachen rumzukramen, weil es ein altes Zeug ist und das wird wahrscheinlich aus meiner Sicht auch sich von selbst aufdecken, wenn es noch einer hören will irgendwann. Wichtiger ist, jetzt den Baum zu pflanzen und das ist, wie du auch gerade gesagt hast, hier ein guter Rahmen, immer wieder Kraft zu schöpfen. Weil es ist auch der Punkt, was du mal gesagt hast, über 90% der guten Projekte finden nicht statt, weil die Leute sich nicht klarkommen miteinander. Und davon können wir, glaube ich, alle ein Lied singen. Wir sind nicht perfekt, die anderen sind nicht perfekt. Und trotzdem aus den anderen noch so viel Kraft raus mitzunehmen oder zu bündeln, dass da was Schönes draus wird, was, hat es letztens einer beschrieben mit einer gewissen Arche oder sowas. Fand ich ein schönes Beispiel. Jeder baut sich seine Arche und sein kleines Dorf. Und das ist für mich so ein richtig schönes Bildnis geworden. Ich baue ein kleines Dorf oder ich baue eine Arche. Und wenn das alle machen oder viele machen, gibt es Zuflucht für viele und es gibt einen reichen Segen hinterher. Beim Bauen schon. Ja, danke Gerd. Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde es auch deshalb sehr wichtig, dass wir diese Projekte machen, weil jetzt das große Aufwachen im Gange ist. Das sieht man vor allem in den USA. Aber was vorher der Stefan erzählt hat, ja jetzt auch in Österreich. Früher oder später wird das auch in Deutschland kommen und am Schluss wahrscheinlich dann auch in der Schweiz auch noch. Auf jeden Fall ist das im vollen Gange. Und wenn jetzt diese Leute aufwachen, ja, die Welt ist gar nicht so, wie ich gemeint habe, wie die Massenmedien mir das vorgegaukelt haben, sondern ganz anders. Ja, was gibt es dann für Alternativen, wenn wir dieses alte System nicht mehr möchten? Und dann sind eben diese Projekte ganz wichtig, weil die zeigen eine Alternative auf, wie man es anders machen kann. Und es ist ganz wichtig, dass das praktische Projekte sind und nicht nur Theorien. Theorien gibt es viele, aber wenn Pioniere ein Projekt in der Praxis machen und auch so leben
dann werden sie zum Vorbild und dann können die Leute sich das anschauen und dann merken sie, ja, das möchte ich eigentlich auch. Das gefällt mir viel besser als mein Job im Hamsterrad, den ich eigentlich gar nicht machen möchte, den ich nur mache, um das Geld zu bekommen. Und deshalb finde ich die Pionierarbeit eben so wertvoll, weil das Möglichkeiten, Lösungsmöglichkeiten aufzeigt in ganz vielfältiger Form. Und meine Vision ist, wenn jetzt diese Pioniere noch ein bisschen lernen, auf der zwischenmenschlichen Ebene besser zu kommunizieren und besser zusammenzuarbeiten, dann können wir unsere Projekte auch noch besser hinkriegen, weil wir uns dann gegenseitig unterstützen und nicht immer zerstreiten. Ja, willst du noch etwas sagen? Ich würde gerne einen Punkt setzen, weil genau so sehe ich es auch. Ja. Nein, das ist ganz prima erläutert. Das ist, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, für mich so ein wertvoller Stammtisch geworden. Ich wüsste gar nicht, mit wem ich mich sonst in dieser gleichen Tiefe unterhalten könnte, wo ich so eine Anregung kriege. Gerade natürlich weiß ich ja, dass man mit anderen gut umgehen muss und dass es wichtig ist, dass man die anderen wertschätzt und das alles, was da so ist. Aber wie komme ich denn da hin? Das ist immer so eine diffuse Leinwand, da steht drauf, ja, du musst ein guter Mensch sein, und damit du den anderen gefällst. Aber wie komme ich da hin? Und das machen wir hier und das ist sowas Wertvolles, dass ich nur Danke sagen kann dafür. Ja, da möchte ich auch dir Danke sagen, dass du so mitmachst, neben deiner Projektarbeit, was ja auch streng ist, weil du ganz viel machst. Und ich denke, je mehr das dazukommen und von ihren Projekten erzählen, desto mehr sehen die Leute, man kann auch anders miteinander reden, man kann auch anders zusammenarbeiten und es ist ganz vielfältig. Und ja, das könnte ich mir auch mal anschauen. Und ja, so was die machen, das würde ich eigentlich auch lieber machen als meine Arbeit in meinem Job in einem Hamsterrad. Danke, Gerd. Hallo zusammen. Danke dir. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Kleingruppe. Stefan, wie war es als Hahn im Korb? Wir kommen zur Schlussrunde und jeder hat eine Minute Zeit. Kannst du etwas sagen zum Thema oder zum heutigen Abend oder zu den USA oder zu den Mädels? Also die Mädels haben mich erstmal im Grund und Boden gestampft. Nachdem ich also meinen Auftritt hatte und von den Zukunftsvisionen gesprochen habe und ganz konsequent gesagt habe, ohne Mann und Frau auf gleicher Ebene geht gar nichts, da sind sie natürlich hochgesprungen. Aber wir haben sehr konstruktiv gearbeitet. Also das hat mich sehr fasziniert. Wir haben nicht so 3 Minuten, 1 Minute gemacht. Wir haben wirklich jeden ausreden lassen bei seinem Thema, bis er zu seinen Gefühlen gekommen ist. Ja. Und für uns ist es jetzt einfach so, dass der wichtigste Punkt ist, dass wir an uns arbeiten und weitermachen, in dem Flow, in dem wir sind. Ja. Danke, Stefan. Dann kommt Elisa. Ja, genau, das stimme ich überein, dass wir einfach so weitermachen, also weitermachen, da wo wir stehen und jetzt jeden Tag das Beste daraus machen für uns. Und Stefan hat da natürlich etwas sehr, ja, das ist eine Aufnahme, genau, hat uns da sehr ja, etwas überfallen mit einem gewissen Thema, genau. In seinem Überschwang und ja, wir sehen was. Was kommen wir? Danke. Danke, Lisa. Dann kommt die Sabine. Also, der arme Stefan, wir haben ihn so niedergemacht. Wir haben einfach nur gesagt, dass er kein Guru ist. Das macht ja auch nichts. Er ist ja auch keiner. Wir brauchen auch keine mehr. Und ansonsten war es heute wieder
eigentlich wunderbar und herrlich. Es war auch ganz schön mit euch allen. Und ja, ich glaube, dass wir eine ganz tolle Zukunft haben werden, wo wir viel Spaß miteinander haben und vor allen Dingen so schön offen und ehrlich miteinander sind. Ich freue mich drauf. Danke. Danke, Sabine. Dann kommt der Gerd. Ich will mich gerade mal widersprechen. Auf der einen Seite wünsche ich mir, dass hier noch viel, viel mehr Pioniere dazukommen. Und vielleicht jemand aus meiner Nachbarschaft sagt, was, du was Tolles machst du, ich will da mitmachen. Und andererseits finde ich unsere kleine Runde so richtig gut, weil da kommt jeder zu Wort, kann jeder sagen, was er denkt. Das ist ein schöner Gegensatz. Beides hätte natürlich was. Und es war wieder ein wertvoller Abend, ist ein wertvoller Abend. Es wird immer dieses Wesentliche in meinem Alltag, in meinem Leben, in dem, was verändert werden soll, frisch gehalten. Und das ist bedeutsam für mich. Dafür danke ich euch allen. Danke, Gerd. Ja, mir hat es auch gut gefallen mit euch heute Abend. Und ich freue mich auch, dass jetzt langsam weitere Pioniere dazukommen werden. Ich habe mit verschiedenen telefoniert und gesprochen. Sie haben sich einige unserer Videos angeschaut und sie bekommen die Einladung. Und wir werden also bald schon Zuwachs bekommen von Mädels und Männern, beides. Ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und auch allen Zuschauern eine gute Zeit, auch wenn das Internet abgeschaltet werden sollte. Mal schauen, ob wir am nächsten Donnerstag noch Zoom benutzen können oder nicht. Aber sonst halt, wenn das Internet wieder läuft. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen eine schöne und glückliche Zeit und ein gutes neues Jahr. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.